Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute soll es mal so ein bisschen eine Diskussion geben. Wenn ich dran denke, mache ich auch noch eine kleine Umfrage rein. Und zwar soll es jetzt heute mal darum gehen, ja, was soll denn so maximal die Schmerzgrenze sein, was denn der Strom an öffentlichen Ladestationen kosten darf. Und da, ja, das Thema an sich habe ich jetzt noch nicht direkt angesprochen gehabt in den Videos. Ich habe immer wieder mal Kommentare bei Videos, wo es also eben um die Ladeverbunde geht, um die einzelnen Abrechnungsanbieter, was die da so verlangen. Da habe ich immer mal wieder drüber gesprochen. Aber vielleicht sollte man einfach mal prinzipiell, mal jetzt unabhängig von einem Anbieter, mal drüber reden, was denn so maximal der Betrag ist, den man bereit ist zu zahlen. Und ja, nicht schlecht, der traut sich was. Und dazu vielleicht mal erstmal so eine grundsätzliche Betrachtungsweise. Prinzipiell ist es natürlich, sage ich jetzt mal, für Betriebe, Einzelhandel, Gaststätten, Hotels, ist es natürlich von Vorteil, eine Ladestation zu haben und die Benutzung der Ladestation gleich mit in, ja, sage ich jetzt mal, die normale Bezahlung mit zu inkludieren. Das heißt also, der Strom ist also prinzipiell mal inkludiert, wenn man also zum Beispiel übernachtet oder ja, mal Mittagessen geht oder mal einkaufen geht und so weiter. Das aus dem Hintergrund, dass ja der, sage ich jetzt mal, der Gewerbebetrieb ja ganz andere Zahlungen zu leisten hat. Und das Groteske an dem Ganzen ist, und da gab es neulich mal ein Video zu dem Thema, da hat ein Biomarkt in Heiligenstadt, glaube ich, war das, die haben versucht, also bei sich im Betrieb umzustellen auf möglichst energiesparendes Sachen und so weiter und wurden dann dadurch bestraft, dass sie im Jahr 1200 Euro mehr zahlen mussten, weil sie zu wenig Strom verbraucht haben. Und genau solche Dinge sind es dann, die es dann vielleicht sogar lukrativ machen für Firmen, dann zu sagen, na gut, dann damit ich über die Schwelle komme, biete ich eine kostenlose Ladestation an und spare mir dadurch dann sogar noch Geld im Jahr. Ne? Wie viel jetzt das tatsächlich dann ausmachen würde, das sei mal hingestellt, aber ich denke, das ist auf alle Fälle schon mal eine Hausnummer, wo man sagen kann, naja, also wenn ich da auf der einen Seite 1200 Euro spare, ist schon mal die Anschaffung der Ladesäule mit drin, so eine günstige Wallbox halt eben sich anschafft, und zum anderen, ja, dann habe ich dann im Folgejahr, spare ich mir einfach das Geld. Ne? Das ist die eine Sache. Für weitere Fahrten oder für Fernfahrten, denke ich, wird es auf jeden Fall bei kostenpflichtigen Ladestationen hinauslaufen. Und da führt auch kein Weg drum rum, da sehe ich auch gar keine Argumentation, dass da in irgendwelcher Form kostenlos zu machen. Das Einzige, was ich mir da vorstellen könnte, ist, dass wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt Sommer und wir haben so viel Solarstrom im Überschuss, der muss weg aus dem Netz, dass man dann beispielsweise den Strom vergünstigt oder vielleicht sogar kostenlos anbietet, um eben den Strom loszukriegen. Das wäre natürlich sicherlich eine Möglichkeit. Ne? Ja. Kommen wir zurück auf die Summe, die also maximal, sage ich jetzt mal, zu zahlen wäre. Und wenn man jetzt also schaut, zu Hause sind die Strompreise bei maximal 29 Cent. Ich selber habe im Moment einen Stromtarif, der liegt bei 25, irgendwas Cent pro Kilowattstunde. Hatte auch schon mal Tarife mit 22 Cent pro Kilowattstunde für zu Hause. Je nachdem, welchen Anbieter man da eben kriegt. Und
natürlich muss man jetzt dann auch noch draufschlagen, dass für den Betrieb der Ladestation ja auch noch ein gewisser Obolus zu entrichten ist. Und ich denke so, meiner Meinung nach, so die absolute Obergrenze wären also 40 Cent pro Kilowattstunde. Wobei das immer noch, und das muss man auch dazu sagen, das ist immer noch günstiger als der Diesel. Denn da müsste man dann bei Sphären sein, so um die 70 Cent pro Kilowattstunde. Aha, da steht eine Zoe, stellen wir uns gleich mal daneben hin. Da müssten wir also bei 70 Cent pro Kilowattstunde sein und da sind wir also mit Ausnahme des Tarifs von der Telekom ja noch weit davon entfernt. Ja, wie seht ihr das? Was wärt ihr bereit maximal zu zahlen? Stimmt einmal oben ab, schreibt es unten in die Kommentare. Wünsche, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.